Do you smell the rose tonight? Can you hear its voice, the sound? Tresses cream into the green and pink lullaby. Send a rose's day tonight. Summertime, the last goodbye. Take the last breath of winter's coming soon. Say goodbye. When we were children, sunny, wild and free, singing together in a perfect harmony. Are you giving birth tonight? Are you writing songs tonight? Does your whisper turn into the sound? Jingles on my jingles. Rain is falling, rain is falling. Now, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit Geheimwissenschaften, Numerologie, Astrologie, Human Design und bekomme selbstverständlich mediale Botschaften intuitiv. Und das ist hier dein aktuelles Wunschpartner-Orakel. Für alle, die jemanden im Herzen haben, im Kopf haben, spielt keine Rolle, ob ihr dich schon lange kennt oder erst kennengelernt habt. Wir schauen hier einfach mal die Dynamik an zwischen euch beiden. Und ich habe das hier jetzt schon ausgelegt. Das wäre die männliche Seite und das ist die weibliche Seite. Das heißt, wenn du eine Frau bist, was hier am meisten vorkommt in der Statistik, dann bist du hier die Frau. Und das wäre hier der Herr. Ja? Wenn ihr gleichgeschlechtlich seid, dann müsst ihr euch das bitte so umdrehen, wie es passt. Da empfehle ich, einfach mal zu schauen und zu hören, was am ehesten, welche Seite am ehesten auf dich zutrifft und es dann zu nehmen für dich und dann die entsprechende Seite für die andere Person. Ich werde hier meistens von einem Ihm sprechen, weil doch irgendwie die meisten Zuschauer Frauen sind, versuche mich aber neutral zu halten in der Sprache, ja? Genau, so ein Orakel könnt ihr auch gerne für euch persönlich haben, aber dazu sage ich später noch etwas. Das wäre die männliche Seite. Ich nehme ganz gerne für die Charakteristika so oder ja, gerne auch mal eine Karte aus einem anderen Deck.
Ich arbeite einfach mit dem traditionellen Tarot normalerweise, hier das Thos Tarot. Und hier haben wir eine Karte aus dem Manara-Deck. Sämtliche Kartendecks, die ich nutze allgemein in meinen Videos, könnt ihr gerne auch, seht ihr unten in der Infobox als Amazon-Link. Und da könnt ihr euch auch so ein Deck gerne bestellen. Und der Preis bleibt aber gleich für euch. Das ändert sich nichts, ob ihr das im Geschäft kauft oder da. Okay, also einmal haben wir hier die Luft. Ich habe die Karten, also ich arbeite nicht so viel mit diesen Karten. Aber auf jeden Fall kann gut sein, dass diese Person eigentlich relativ geerdet ist. Also das Komische ist, es ist zwar eine Luftkarte, aber für mich hat das so was Erdendes eigentlich. Was mir hier intuitiv reinkommt, ist ein Problem vielleicht mit Frauen oder mit der Mutter. So das, was mir hier intuitiv reinkommt. Und das ist so eine Sorge, die guckt er sich nicht an. Falls es da irgendein Thema ist mit einer Frau und das ist vielleicht so eine geerdete Frau, da will er nicht hinschauen, aber die Sorge ist so in seinem Unterbewusstsein. Stattdessen ist er sehr offen für Kontakte, vielleicht spielt er auch ein bisschen so rum, ne? Aber dahinter steckt eigentlich mehr so eine Angst oder halt ein Problem und vielleicht auch eine Wut, also etwas, wo er gar nicht hinschauen möchte, ne? Wie sieht er dich denn? Und da haben wir nämlich, und da muss ich mal aufstehen, Prinzessin der Schwerter auf dem Kopf, drei der Stäbe. Er sieht dich ein bisschen wütend, komischerweise. So, als wärst du irgendwie wütend oder latent wütend und würdest es nicht so kommunizieren. Eine, die irgendwie blockiert ist und dadurch wütend ist und nicht so richtig den Weg sieht. Also, naja. Und eine von vielen, und das gefällt mir gar nicht. Also, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Player-Energie, aber er ist nicht bereit, sich wirklich gefühlsmäßig auf jemanden festzulegen. Ja, das ist halt das, was ich leider sehe. Was mir hier auch reinkommt, ist, dass er dich beobachtet, ne? So, und beobachten kann alles Mögliche sein, entweder vor Ort oder im Internet, wie auch immer. Ja, was möchte denn der Herr von dir hier? Wir haben Ritter der Kelche, Prinz der Kelche und die Fünf der Schwerter, ja. Also Fünf der Schwerter ist halt so eine Machtgerangelkarte, ein bisschen so narzisstisch. Kann gut sein, dass er dich auch einspannen will für seine Zwecke. Irgendwie es nicht ganz so ehrlich meint, obwohl er sehr, sehr lieb rüberkommt. Also er möchte schon auch dir den Kelch reichen, er will schon auch mit dir so romantische Energien austauschen und es ist auch ehrlich gemeint, aber es ist trotzdem auch sehr narzisstisch hier, ja? Also wahrscheinlich wird er der Boss sein wollen irgendwie, wird irgendwie das Ganze ein bisschen dominieren wollen oder oder er wird wollen, dass du nach seiner Pfeife tanzt, auch wenn er eigentlich, was mir auch reinkommt, ist nett sein, aber dann hintenrum ist doch nicht so mein. Ja. Also ja, tut mir leid, dass das hier so blöd liegt. Ich bin relativ ehrlich in meinen Orakeln, du merkst es gerade. Wenn ich keine Seelenverbindung großartig sehe, dann sage ich auch keine Seelenverbindung und auch nicht latent, ja, und auch nicht in die Möglichkeit einer Seelenverbindung oder irgendwelche Geschichten, die da irgendwie seelisch tief reingehen angeblich. Nee, es ist halt einfach so, wie es ist. Und wenn man Karten legen kann, dann kann man auch die Realität so abbilden, wie sie ist. Ja? So, das ist jetzt deine Seite hier. Mayo. Die Manara-Karten sind ganz witzig. Also ich finde es auch ganz cool, einfach mal ab und zu so ein anderes Deck zu nehmen. Hier auf der linken Seite 9 der Münzen. Ja, du bist groß, ne? Du bist groß. Entweder du bist wirklich groß gewachsen vom Körper oder du bist groß in der Seele. Ja, deine Seele ist groß. Und mir zeigt so ein bisschen das Orakel, dass du dich entweder hier unter Wert verkaufst, weil du musst dich ja runterbeugen zu vielleicht diesem Herren. Ja, weißt du, was ich meine? Als wäre der Herr hier ein bisschen kleiner als du. Und das kann natürlich auf einer sehr, ja, und nicht kleiner im körperlichen Sinne. Manche werden groß sein, auch körperlich, aber so energetisch, wisst ihr? So, und du bist hier Prinz der Schwerter und zwei der Kelche. Ja, und du hast einen sehr scharfen Verstand, ne? Du neigst auch dazu, die Sachen vielleicht ein bisschen zu kontrollieren und zu checken, was geht hier eigentlich ab.
Was ja auch nicht verkehrt ist, finde ich, wenn es ein gewisses Maß nicht überschreitet, ja. Also alles, was irrational ist, ist halt krankhaft, aber normales sich erkundigen über jemanden ist ja legitim. Also vielleicht bist du auch einfach am Schauen, was er da oder sie, ne, je nachdem, ob ihr halt über einen Mann schaut oder so, ja, so im Schilde führt. Zwei der Kelche, du bist sehr liebenswürdig, du bist auch bereit, eine Seelenverbindung zu leben und auch zu fühlen. Ja, ne, was aber jetzt hier das Pendant, wo ich das nicht so sehe. Kann sein, dass du hier noch ein bisschen, ja, du bist so eine, du hast so eine frische Energie, du stehst irgendwie auch so mehr oder weniger am Anfang, vielleicht von einer Lebensphase oder musst noch irgendwo reinwachsen, ja? In der Liebe ist mir hier eine gewisse Unreife zu sehen. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Ich meine jetzt nicht, dass jetzt alle unreif sind, sondern vielleicht geht es darum, in der Liebe neue Wege zu gehen. Und das ist ein neuer Weg. Und der macht erstmal unsicher. Und da ist man erstmal so ein bisschen noch nicht bereit, dahin zu gehen, ja, irgendwie. Muss mal schauen, was das für dich bedeutet. Kann auch sein, dass ihr wirklich jünger wirkt, als ihr seid, ne, so. Kleines Kompliment am Rande, weil das ist halt so, Pagen können alles Mögliche sein. Die können halt in manchen Themen auch von Unreife sprechen und dann ist halt jeder aufgefordert, das halt in sich zu reflektieren, wie er möchte, ja. Ist auch ein allgemeines Reading, das kann jetzt hier auf dich mega zutreffen, aber es muss auch nicht zu 100%. Je nachdem. Übrigens, die ganze Musik und die ganzen künstlerischen Darbietungen und Bilder, das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Also mein Kanal ist spirituell, aber auch künstlerisch. Und diese Bilder, die könnt ihr auch erwerben. Daraus wollte ich ursprünglich ein Kartendeck machen, aber jetzt sind es einzelne Bilder geworden, aber da mache ich noch separat ein Video dazu. Okay, wie siehst du ihn? Ja, du siehst ihn schon als dein Seelenpartner und das ist halt leider scheiße, weil ich sehe das hier nicht, ja. Manchmal denken wir, also ihr habt auch, wahrscheinlich habt ihr auch eine tiefe Seelenverbindung auf eine Art, aber ob das reicht, um das wirklich so zu benennen, ist halt die Frage. Für dich ist das halt schon jemand, mit dem man was Tolles aufbauen kann und wo man auch vielleicht alte Geschichten sprengen kann, die einem nicht mehr dienen. Ja, was möchtest du von dem Menschen? Du willst schon langsam dahin gehen, in die Richtung, aber du bist noch nicht bereit. Ich sehe dich hier noch blockiert, ja? So, und das ist auch in Ordnung, weil du bist hier, glaube ich, auch am Anfang von einer Geschichte, vielleicht von einer Lebensphase. Manche werden vielleicht sogar umziehen oder irgendwie. Ja, je nachdem, für jeden was anderes. Und das ist ein bisschen noch blockierend hier. Du bist noch nicht ganz bereit zu öffnen, aber vielleicht seid ihr auch erst am Anfang, ne? Und dann ist es ja auch ganz normal. Okay. Ja, was denkt er denn über dich? Oder was denkt dieser Mensch über dich? Je nachdem, wer zuschaut. Wir haben die 7 der Münzen auf dem Kopf, 2 der Schwerter und Ritter der Schwerter. Ja, irgendwie, er spürt sowas Wütendes oder Aggressives. Hatte ich ja schon mal da oben gehabt. Interessanterweise, es kommt mir nochmal hier rein, meine Lieben, ja? So, und da ist er gerade am Hinschauen. Und es ist auch gut für dich, das zu wissen, ja? Weil, wenn du das weißt, dann musst du auch die Dinge nicht so vorantreiben, falls du jetzt die Neigung dazu haben solltest. Oder auch nicht, ja. Es ist keine Wertung oder jeder ist anders hier natürlich. Und ich weiß, ihr seid in verschiedenen Konstellationen. Manche, die eiern schon ewig mit den Seelenpartnern rum und dann nervt es auch. Für die, die neu sind, ist das einfach eine Information, die wichtig ist. Also für die, die jetzt lange schon in diesen Partnerschaften da rumeiern, und ich rate euch echt, also ich weiß nicht, die Sache realistisch zu beleuchten und die Sache auch so anzunehmen, wie sie ist. Manche Kartenleger, die machen irgendwelche Seelenverbindungen aus Dingen, wo da überhaupt gar keine Seelenverbindung liegt. Und das Problem ist halt, das macht euch doch in so eine Warteschleife, ja. Auch wenn es heißt, es ist noch nichts und so. Aber ja. Gut, ich meine, jeder muss sein Geld verdienen. So ist es nun mal, ja. Ist so. Ist so, und wenn natürlich mehr Leute bei Seelenverbindungen zuschauen auf den Kanälen, ja, dann nennen wir es Seelenverbindung, ja. Aber das ist halt so, du regulierst auch den Markt. Also wir alle regulieren auch den Markt. Aber gut, was weiß ich, jeder muss es selber schauen, wie er möchte oder wie er das meint. Aber ich sag dir eins, falls ihr euch noch nicht so lange kennt, er empfindet dich als latent aggressiv, ja. Und es ist eine gute Information, weil du kannst mit der Information jetzt arbeiten und du kannst für dich entscheiden, was mache ich denn damit? Soll ich ihn da jetzt ansprechen?
Oder einfach abwarten, ja? Oder die Zeit zeigt dann schon die Wahrheit und es einfach mehr so laufen lassen und auch nicht so viel fordern. Ja, wenn nicht aggressiv, Leute, dann vielleicht fordernd, zu fordernd, ne? Okay? Und dann zieht es sich natürlich zurück. Und es ist ja auch legitim und es ist eine gute Info. Aber ich sage euch eins, es ist halt immer noch ein allgemeines Reading, ja? Das kann auf dich zutreffen oder nicht. Um ganz sicher zu gehen, ob das dann auf dich zutrifft, kannst du gerne ein persönliches Reading bei mir haben. Da könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Also unten steht meine E-Mail-Adresse michelledirelle@gmail.com. michelledirelle@gmail.com. Und ich gebe dir Info. Ja, wie man sowas bestellen kann. Entschuldigung, ich muss gerne. Okay, die Gefühle. Ja, er ist natürlich sehr, sehr feurig dir gegenüber. Es ist sehr am Anfang die ganze Geschichte, meine Lieben. Aber er hat so feurige, leidenschaftliche, noch unreife Gefühle, ja, die noch nicht bereit sind für einen Neuanfang. Aber die sind am Brodeln in ihm. Und in seinem Unterbewusstsein hat er hier die Affäre liegen. Ich glaube, der will eigentlich nur ficken. Es wird jetzt manchen hier nicht gefallen, ja. Aber es ist halt so, wie ich das sehe, ja. Was soll ich denn dir noch sagen? Ich meine, wenn ich da die Prinzessin der Stäbe sehe, das ist eine unreife Energie. Okay. Wenn ich hier den Ritter der Stäbe sehe mit dem Teufel zusammen, Leute, was soll ich denn dir das sagen? Ja? Er will die Leidenschaft leben. Wollt ihr es lieber so hören? Soll ich lieber sagen, er will die Leidenschaft leben? Blablabliblablub. Also, es ist eine unreife Energie und eine sehr feurige Energie, ja? Okay? So ist es halt, ja? Und er möchte sich nicht besonders anstrengen hier, guck mal. Er will chillen und bechillt werden, sozusagen. ja, und auch in seinem Unterbewusstsein ist nichts Besseres zu sehen, Leute. Ja, also er ist nicht bereit, bei den Sachen hinzuschauen. Und du musst noch reifen in irgendeiner Hinsicht, ja? Und auch wenn, ist egal, wie alt wir hier sind, meine Lieben, ich glaube, wir kommen alle mal an so einen Punkt im Leben, ey, wo wir halt noch neu sind, wo wir das noch nicht erlebt haben und da halt reinreifen, ne? Sowas halt. Aber wie gesagt, also das ist so ein bisschen so dieses, ihr spiegelt euch halt stark. Und du bist sehr, sehr hypervorsichtig und so. Und das ist auch okay, mein Gott, ne? Man muss ja auch nicht immer gleich Rom an einem Tag erbauen, sag ich. So, was ist denn hier? Was macht er denn so in seinem Leben, sag ich mal? Das kommt mir hier rein. Er lebt so ein sehr harmonisches Leben, was mir sehr gut gefällt. Der hat so eine Lebensfreude, so einen Frieden hier irgendwie und hat ein offenes Herz. Vielleicht ist er auch eine Person, die viele Freunde hat, die langsam so ein bisschen aus. Also es ist schon so, dass es ein vorsichtiger Mensch ist. Der weiß, also er ist latent vorsichtig mit Menschen, wie, mit wem er sich umgibt, aber er hat das Herz. Offen behalten dabei und das ist super. Ja, also die Energie, wo er gerade drin steckt, ist toll und ich glaube, dich fasziniert diese Lebensenergie, die er da so gerade lebt. Ja, und manchmal, meine Lieben, das ist auch ein toller Hinweis, dass wir, wenn ich solche Karten zum Beispiel hier sehe auf der Position jetzt, und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das jetzt hier so interpretiere, es ist ja auch immer, das ist natürlich die mediale Arbeit, dass wir jetzt nicht alles immer gleich interpretieren, logischerweise, sondern immer natürlich nur so, wie es uns auch intuitiv reinkommt. Aber was ich halt hier sehe, ist, ich glaube, du möchtest gerne auch ein wenig dein Herz noch mehr öffnen, weil das tust du hier eher nicht, ja? Verstehst? Du möchtest auch in so ein friedliches Dings gehen, irgendwie, in so eine Situation, die friedlich ist, die irgendwo schon auch auf Hab 8 ist. Also dieser Mensch hier, nach dem du fragst, kann schon auch aus dem gemütlichen Sessel aufspringen, wie eine Tarantel, wie von einer Tarantel gestochen, wenn Gefahr kommt. Aber an sich bleibt er trotzdem in dem offenen Herzen und ist frei in seiner Energie. Und ich glaube, das ist vielleicht sowas, und das da bitte ich euch mal genau zu prüfen. Ist das vielleicht der Nektar, den du als Biene suchst, ja? Verstehst du? Du Bienchen, du. Also er sieht dich ja so. Spaß. Leute, aber wisst ihr, was ich meine? Manchmal macht uns irgendeine Energie an im anderen. Und die wollen wir im Grunde genommen selbst leben. Ja? Und dann suchen wir uns jemand anderen,
und denken, wir sind so verknallt in den anderen. Dabei, wenn wir anfangen, diese Energie in uns selber zu entwickeln und zu uns zu holen, dann brauchen wir den anderen nimmer. Ja? So, und das ist aber ein Denkansatz, den lasse ich gerne mal so stehen. Das ist einfach nochmal so, finde ich sehr, sehr interessant. Er hat eine total friedliche, schöne Energie. Offenes Herz, vielleicht auch viele Kontakte nach außen, Freundschaften, so, das ist schon süß. Ja? Auch wenn ich ihn so nicht ganz süß finde, also hier, ne, so ein bisschen verarschemäßig ist er schon unterwegs, aber an sich, du magst die Energie und ich glaube, das ist die Energie, die dich hier anmacht, gell? Mehr davon integrieren, vielleicht mehr so dir eine Umgebung suchen, die irgendwie besser zu dir passt, ja, die dir diesen Frieden gibt, falls du falsch wohnst. Also in Anführungszeichen, ihr wisst, wie ich meine. Nicht alles passt zu jedem Menschen und so. Aber du wirst es wissen, was bei dir hakt und was bei dir die vielleicht sogar macht, dass du dein Herz ein bisschen verschlossen hast, deiner Umgebung gegenüber, deinem Chef gegenüber, deinem Job gegenüber, verstehst, deiner Familiensituation gegenüber. Was kannst du aktiv ändern, damit mehr so Chilligkeit reinkommt, sag ich mal, weißt du? Ja, und das ist so das, was ich hier als Spiegel sehr sehe. Okay, was denkst du denn so? Mal gucken, was ich bei dir noch sehe. Ich schaue auch immer gern bei euch kurz rein, wenn mir was Signifikantes reinkommt, was wichtig ist für dich zu sehen oder so, dann sage ich das immer, weil es ist dann immer ganz gut. Und wenn das so ein bisschen nicht so wichtig mir vorkommt, dann reite ich auch auf der Position nicht ewig rum, ne? Du denkst, dass das ein Neuanfang sein könnte, der stabil sein könnte. Ja, aber auch hier klafft auf jeden Fall Realität und Situation auseinander. Ja, er will dir nichts Stabiles bieten, obwohl. Pass mal auf, nee, der ist schon in der Wartephase. Schau mal, die 7 der Münzen. Also ich glaube, er zieht schon in Erwägung. Also es ist so ein bisschen auf der einen Seite, er wartet auf irgendwas hier, ne? Also das ist schon auch eine Münzkarte. Ich sag mal so, es ist einfach wirklich noch nicht so weit. Und was ich auch sehe, ich glaube, der testet dich auch. So nach dem Motto, wie schnell kriege ich sie irgendwo rein? Und wenn du aber auf dieses Wartespielchen adäquat eingehst und sagst, ich mache mich jetzt auch locker, mache meine Situation auch so, dass sie mir gefällt, 100%, ja, ändere vielleicht Umstände, die mir das hier nicht ermöglichen, diese Herzöffnung, dieses Genießen, ja, dieses Offensein für die Welt, ändert es. Und so weiter. Was auch immer da für dich aktuell ist, ja, du musst es halt ummünzen auf deine Situation. Ich kann jetzt nicht jedes Szenario hier aufzählen, Leute. So, und dann schaust du mal, was dann passiert, ja? So, also ich sehe halt noch nichts, was so in Richtung Beziehungen mündet, also gar nicht erstmal, ne? Okay, die Gefühle, die Ausgleichung, 2 der Stäbe. Ja, du bist halt noch blockiert. Das ist so geil. Die sind so schön blockiert. Das ist so, da liegt mir eine Blockade. Und ich glaube, es geht erstmal darum, so eine gewisse Blockade aus dem Weg zu räumen. Du wirst wissen, sowieso intuitiv, weißt du schon längst, welche Blockade. Und meine Lieben, ich freue mich immer über eure Kommentare, wie es resoniert hat mit euch, ob es resoniert hat mit euch und so. Ja, und was es vielleicht sogar bei dir ist, was hakt. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu schreiben. Also ich freue mich immer von euch zu lesen, ne? Auch in den Kommis und so. Genau. Und in den E-Mails, wie auch immer. Und jetzt haben wir hier dein Unterbewusstsein. Oh, boah, geil. Oh, in deinem Unterbewusstsein liegt schon das Glück. Also was jetzt blockiert ist, meine Lieben. Ach, das finde ich aber geil. Das genauso wollte ich. Genau das wollte ich sagen. Genau, sie wollte ich sprechen. Na, passt. Also hier ist wirklich, Leute, wenn du jetzt dich noch blockiert fühlst und noch nicht in der in der Lebensfreude, ja, das kommt. 100%. Selbstliebe wollte ich schon sagen. Vielleicht auch Selbstliebe tatsächlich, gell? Also freudsche Versprecher sind auch die Wahrheit. Ja, also die Lebensfreude, die Sonne, boah, der Hierophant, sich wieder wohlfühlen, die Lebensfreude, das kommt alles in dein Leben. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, weil es im Unterbewussten noch liegt. Du musst es vielleicht ein bisschen ausgraben, ja? Vielleicht ist für den einen oder anderen, ich sag mal, eine Psychotherapie eine gute Geschichte da, was zu machen. Eventuell auch eine Persönlichkeitsanalyse mit mir, die sind auch geil, ja? Und die sind vor allen Dingen eine Investition fürs Leben, weil ich analysiere das mit den Daten, Human Design System, das zeigt dir, wer du bist und was du zu tun hast tatsächlich, ja, um in deiner Lebensfreude zu sein und in deinem Frieden und auf deinem Weg zu sein und auch in den Erfolg zu kommen.
in so einen ganzheitlichen Erfolg, ja? Nicht nur den Erfolg, den irgendwie deine Mutter und dein Vater absegnen oder deine Ahnenreihe, sondern den Erfolg, den du auch spürst im Herzen, ne? Und das Erste und Numerologie tue ich dann noch mit rein. Das ist auch noch sehr auf. Ja, genau, logisch, Lebensweg, ja. Numerologie ist dann noch mit drin. Und astrologische Aspekte wie Aszendent und so, nördlicher Mondknoten. Also, das ist so mein Paket, ja. Und genau, da könnt ihr euch aber gerne melden. Halt, also per E-Mail gibt es von mir alle Informationen. Na, dann könnt ihr mal schauen, ob euch da jetzt irgendwas passt. Und wenn nicht, ist auch okay. Ich versende die Info ja unverbindlich, ne? So, Fragen kostet nichts. Okay. ja, was geht bei dir in deinem Leben, der Eremit? Du willst dich, glaube ich, mehr zurückziehen, aber es ist dir nicht ganz möglich. Oder du gehst wirklich eigene Wege. Die Welt, das Universum. Ja, vielleicht ist es für andere, für einige von euch ein Umzug, der ansteht, oder ihr müsst euch da, dort, wo ihr lebt, vielleicht neu ausrichten, dass es besser in euch in den Kram passt oder in eure eigene Persönlichkeit oder teilweise umziehen. Auf jeden Fall, die Welt ist hier auch schon auf dem Kopf. Das heißt, Leute, der Erfolg kommt schon, ja. Ihr müsst halt die richtigen Schritte gehen. So, das sehe ich für ganz viele. Okay, was ist denn jetzt mit euch? Ach Gott. Ja, ihr könnt schon, ich sag mal so, mit dem das Leben genießen und ein bisschen das Leben genießen, ein bisschen Sinnlichkeit austauschen, ja, ein bisschen herumknutschen, herumfummeln. Ein bisschen herumvögeln kannst du mit ihm natürlich, selbstverständlich, aber es ist klar, ne? Okay, passt mal auf, Leute. Es geht darum, dass er dich erobert. Naja, und hier ist schon wieder das Ende in Sicht. Und hier sind auch andere Frauen teilweise. So, was ist denn? Also gut, da brauche ich nochmal Klärung. Was ist denn mit den anderen Frauen? Falls es andere Frauen gibt. Ja, der ist unreif irgendwie. Ihr seid beide in so einer unreifen Phase auf irgendeine Art und Weise. Entweder ihr seid jung. Wenn ihr nicht jung seid, dann ist das, vielleicht ist die Liebe vielleicht so ein Feld, was noch nicht gegangen wurde, so. Oder diese ganzen Verbindlichkeiten. Das ist kein Partner für dich. Tut mir so leid. Was ist denn, wenn du halt ein bisschen aggressiver bist tatsächlich und sagst, der Junge, so geht's nicht. Entweder wir machen jetzt hier Nägel mit Köpfen und ich will dich. Und ich meine es ehrlich. Und wenn du da so ein bisschen in die Führungsrolle gehst, das ist etwas, meine Lieben, empfehle ich nicht. Ja? Empfehle ich nochmal nicht, aber ich meine, so ist es ja auch nicht so richtig gut. Also, dazu zu stehen, was du willst und was du nicht willst, ist absolut gut für dich, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt in so eine feste Beziehung mit ihm unbedingt münden muss, aber es mündet in ein gutes Gefühl für dich selber, in eine Selbstliebe, in eine Selbstachtung, sage ich mal. Nicht, dass ihr jetzt nicht in der Selbstachtung seid, das seid ihr sicherlich alle, aber es ist noch mehr diese Selbstachtung, ja. Würde ich machen. Ich würde ihm schon so, also wenn ihr euch schon länger kennt und es jetzt nicht so am Anfang ist irgendwie, dann würde ich schon so sagen, ey, schau, wir eiern jetzt hier schon lang genug rum, ich will das so und so und so. Entweder du gibst mir das oder du bietest mir das an, ich mein's ehrlich mit dir, ich habe Gefühle für dich, aber ich lasse mich auch nicht hinhalten, dann kommt halt was Besseres. Weil ich will das irgendwie so wie, ich möchte was Gescheites angeboten bekommen und nicht irgendein Bullshit und nichts Oberflächliches, ja? Ja, und dann kommt auf jeden Fall auch, kommen die Chancen in dein Leben, die gut sind. Vielleicht ein neuer Partner. Oder er fängt an, hier Nägel mit Köpfen zu machen. Die Möglichkeit sehe ich auch. Ne? Aber ich denke, du musst schon sagen, was du genau willst. Auch sagen, was du von ihm willst. Ja, Leute. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Der ist so, im Moment ist der halt ein bisschen. Der will sich seine Themen nicht angucken und hat eher lieber mehrere Kontakte. Auch zu anderen Frauen, ja? Anstatt sich seine Themen echt anzuschauen. Naja, geh in die Lebensfreude, in dein Leben und dann passiert schon das Richtige. Hoffentlich. Kommt mal ein anderer Mann? Du musst erst mal etwas beenden, damit ein neuer Mann kommen kann.
Wenn du es dann beendet hast und in deine Geschichte gehst, die gut ist für dich. Ich glaube, für viele muss erstmal so ein bisschen Klarheit rein, was ihr wollt, wohin ihr sollt. Und dann kann aber auch ein neuer Partner kommen. Zuerst muss was beendigt werden. Und ich glaube, ihr werdet wissen, was das ist. Ne? Gut, meine Lieben, das war das Orakel. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, Liken und fürs Abonnieren von meinem Kanal. In meinen Orakeln ist erstmal so ein Musikstück und danach das Orakel. Ja, und dann nochmal Musik. Aber es gibt einen Zeitstempel unten. Und da könnt ihr auch gerne spulen, wenn ihr keinen Bock habt auf das andere Zeug oder wie auch immer ihr das gucken wollt. Eure Michelle D. Tschüss, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf eure Kommentare und eventuell auch Nachrichten. Lass es dir gut gehen. Bye. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün. Und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, will gerne einmal spazieren gehen. Zwar Wintertage haben wohl auch der Freuden viel. Man kann im Schnee eins traben, treibt manch Abendspiel. Baut Häuserchen von Karten, spielt Blende, Kuh und Pfand. Auch gibt's wohl Schlittenfahrten aufs liebe freie Land. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün. Und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen.